Also am Anfang, wenn man die Maschine startet, ist sie normalerweise so, dass sie sich gemerkt hat, welches Motiv man vorher hatte und ist an dem auch noch direkt in der Stelle. Das heißt, man hat immer ein Motiv schon geladen. Und wenn wir das jetzt nicht sticken wollen, gehen wir hier auf die Nadel. Damit ist erstmal klar, dass man das Motiv wieder freigibt für ein neues. Dann hat man eventuell ein Motiv auf dem USB-Stick. Den kann man auswählen. Und jetzt könnte man dann auf welches auch immer gehen und das mit hier anwählen und dann auf die Blume gehen, bestätigen. Dann wäre es am Speicherplatz Nummer 4. Das möchten wir jetzt aber nicht tun, weil das Motiv ist schon drauf. Aber theoretisch ginge das so. Dann gehen wir im Menü zurück auf die Blume. Und da möchte ich jetzt das Motiv Nummer 3 und gehe auf die Nadel. Damit ist das Motiv soweit der Maschine bekannt. Man kann, bevor man das Motiv stickt, hier jetzt noch Sachen einstellen. Das Interessanteste daran ist die Richtung. Also ich könnte das Motiv jetzt drehen. Das ist ein P. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so gehe, wäre es um 90 Grad gedreht. Machen wir aber auch nicht. So, jetzt kann ich hier das Motiv soweit bestätigen und sehe es in der Vorschau. Jetzt kann ich hier unten bei der Stichfolge auf manuell gehen. Das ist gerade drin, weil ich ein einfarbiges Motiv habe. Theoretisch könnte ich aber auch statt dem manuell auf Automatik gehen. Das ist einmal Vollautomatik, damit wechselt er die Farben automatisch und stickt dann weiter. Hier würde er die Farben wechseln und jedes Mal verlangen, dass man nochmal auf Start geht. So, wir stellen auf manuell. Wenn wir jetzt theoretisch Automatik hätten, könnten wir hiermit festlegen, dass unsere Farbe Nummer 1, also die erste Farbe, ist aktuell auf der Nadel 14. Jetzt würde sie auch automatisch auf diese Farbe springen. Ist jetzt hier relativ langweilig, aber beim großen Motiv kann es Sinn machen, die Farben so zu definieren. So, der nächste Trick ist jetzt, wir müssten vielleicht die Nadel wechseln. Das geht hier unten im Menü auf der Taste mit Plus und Minus. So kann man händisch im manuellen Modus, in dem wir gerade sind, die Nadeln wechseln, also auf die Nummer, die man gerne hätte. So, bevor wir anfangen zu sticken, ist noch ganz wichtig, dass man einmal schaut, ob das Motiv in den Rahmen passt, weil die Maschine weiß gar nicht, welcher Rahmen drin ist und würde sonst dumm in den Rahmen stecken. Das geht einmal mit diesem Symbol hier. Jetzt sage ich hier Outline Check. Und bevor ich auf OK gehe, nehme ich jetzt die Nadel, die Nummer 14, die wir gerade haben, mit dem Finger und drücke die grob runter, weil man sieht ja, dass sie nach hinten auch noch deutlich dicker wird und nach vorne Platz braucht. Das heißt, ich muss so einen Finger dick in jede Richtung auch Platz haben und kann das besser einschätzen, wenn sie unten ist. Und jetzt gehe ich hier auf den Haken im Display und sage im Display bewegen und jetzt bewegt er es unten einmal entlang. Und ich schaue, dass sich eben der ganze Stoff frei bewegt und dass nichts doppelt gestickt wird, wenn ich es so sticke wie jetzt. Sieht soweit gut aus. Ich schaue jetzt noch mal einmal drunter, ob nichts doppelt liegt. Liegt auch nichts doppelt. Jetzt könnte es im Menü noch passieren, wenn ich jetzt den Faden neu eingefädelt habe, dass ich ihn abschneiden möchte, damit er sauber von der Länge her passt. Das geht hier über Trim Upper and Bottom Thread. Und dann macht er eben tatsächlich einmal oben, einmal unten Faden abschneiden. Und ich kann hier die Stickgeschwindigkeit variieren. Ich habe ein nachtleuchtendes Garn, das mache ich nur mit 800. Wenn ich ein normales Garn habe, kann ich da auch ganz gut auf 1000 gehen. Aber jetzt lasse ich es bei den 800 und gehe auf Start.
jetzt merke, dass irgendwas schiefgegangen sein sollte, kann ich auf Stopp gehen. Und wenn ich Stopp länger gedrückt halte, dann geht er auch rückwärts, solange bis ich wieder auf Stopp drücke. Und mit Start fängt er dann wieder an zu sticken. Jetzt bin ich nochmal auf Stopp gegangen. Was ich vorhin nicht gezeigt habe, mit den Pfeilen hier rechts, links, oben, unten kann man die Position des Rahmens noch verschieben nachträglich. Und wenn man hier drauf geht, kann man verschiedene Modi einstellen. Nämlich der mit Nadel vor zurück heißt, er stickt jetzt weiter. Und wenn ich jetzt auf den hier gehen würde, dann beziehungsweise auf den und gehe auf Start, dann bewegt er die Nadel, als ob er sticken würde, stickt aber nicht. Das heißt, man kann im Prinzip hier im Motiv vorgehen und schon mal sich irgendwelche Stellen anschauen. Das ist auch super, wenn er irgendwo den Faden verloren hat und man genau die Stelle wieder finden möchte. Aber ich gehe jetzt einfach wieder zurück, weil ist ja nichts passiert. Gehe hier wieder auf Stopp und sage ihm jetzt, er soll tatsächlich sticken. Und jetzt bewegt er auch die Nadel wieder mit. Das war's.